Als Tor zwischen West- und Osteuropa steht das Burgenland allen Menschen mit Offenheit gegenüber. Die grenzenlose Freiheit bringt viele Vorteile mit sich, birgt aber auch Risiken. Das Gefühl der Sicherheit ist daher gerade für die burgenländische Bevölkerung von hoher Bedeutung. Sie sind der Obmann des Vereins Nachbarschaftshilfe Sicherheit. Wie sicher lebt es sich im Burgenland? Guten Tag. Also ich behaupte, im Burgenland lebt es sich nach wie vor sehr sicher und wir haben eine sehr hohe Lebensqualität. Aber gerade zum Thema Sicherheit hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen sehr großen Wandel gegeben. Wenn man daran denkt, dass wir vor wenigen Jahrzehnten noch den Eisernen Vorhang hatten und auch kriminalistisch gesehen eine Sackgasse, vor wenigen Jahren noch Schengen-Außengrenze waren mit gut bewachten Grenzübergängen und einem Assistenzeinsatz des Bundesheers, der ausgezeichnet über Jahrzehnte funktioniert hat und jetzt plötzlich die Grenzen offen sind, da sind die Leute schon sehr sensibel geworden. Wie kam es überhaupt zur Gründung des Vereins? In einem Gespräch mit dem Landeshauptmann haben wir dieses Phänomen, dieses subjektive Sicherheitsempfinden thematisiert und uns gefragt, was können wir da tun? Ja? Und zwei wichtige Faktoren waren, einerseits einmal zu dokumentieren, was ist da wirklich, was ist dieses Sicherheitsempfinden? Ja, jeder spricht davon, die Zahlen sind nicht so dramatisch. Andererseits kennen wir das von jedem Stammtisch, wie die Leute sich fühlen. Da haben wir gesagt, da möchten wir was machen. Und das haben wir mit dem Projekt eben umgesetzt. Wir haben einen Verein gegründet, den Verein Nachbarschaftshilfe Sicherheit. In weiterer Folge hat dieser Verein ein tolles EU-Projekt an Land gezogen, das aus EFRE-Mitteln eben dotiert wird. Und jetzt sind wir mitten in diesem Riesenprojekt. Sie managen die einzelnen Maßnahmen in der Praxis. Auf welchen Säulen ist das Projekt aufgebaut? Eine Säule des Projektes Sicherheit im Burgenland ist die Homepage www.sicherimburgenland.at. Diese dient vorrangig als Drehscheibe für das Thema Sicherheit und soll durch Informationen und Serviceleistungen quasi die Besucher der Webseite auf das umfassende Sicherheitsthema aufmerksam machen.